Wir machen es dem Gegner einfach viel zu einfach. Wir haben wieder den Gegner eingeladen, durch eigene Fehler das Spiel hier zu gewinnen, wie im letzten Spiel. Und auch Hut ab vor Oberhausen, dass die haben halt auch natürlich die Qualität, dann unsere Fehler zu nutzen. Dementsprechend gehen wir in die Halbzeit mit 2:0 hinten. Ja, aber ich hatte auch schon vor dem Spiel, ein sehr gutes Gefühl, dass wir heute gewinnen. Gerade jetzt nach dem Tor von Hamdi Damani, es war nochmal ein Schwung für uns. Klar, das war dann nochmal riesen Aufwand, riesen Arbeit von uns. Aber Oberhausen war auch darauf eingestellt, dass wir jetzt nochmal einen Aufschwung auf den Platz bringen. Ja. Also ist, glaube ich, jetzt das Dritte, das ähnlich ist. Also ich habe halt mit Basti schon ein bisschen abgestimmt, dass ich dann auf dem kurzen Pfosten eigentlich fast immer stehe. Und wenn der Ball da hinkommt, muss ich sagen, ist es nicht einfach, aber auch nicht mehr das Schwierigste, den Ball über die Linie zu drücken. Er hat den super geschlagen mit einer super Schärfe und ich stecke den dann ins lange Eck rein. Also wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, die ersten 10 Minuten, aber dann haben wir uns echt gut gefangen, haben dann das System umgestellt und danach haben wir den Ball echt super bis zur Halbzeit eigentlich laufen lassen. Da hat Aachen, glaube ich, sehr wenig gesehen, machen dann verdient das 2:0, kommen aus der Halbzeit raus, was uns eigentlich nicht passieren dürfte, das 2:1, kassieren das 2:1. Aber dann schütteln wir uns echt kurz 5 Minuten, da haben wir uns wieder gefangen. Das muss meiner Meinung nach, am Ende müssen wir noch ein bisschen abgezockter sein und das ein oder andere Tor mehr machen können. Tja, wir haben einfach individuelle Fehler gemacht, die dann letztlich auch eiskalt bestraft worden sind. Oberhausen hat uns in sämtlichen Aktionen wirklich den Schneid abgekauft, auch durch eine gesunde Härte waren wir hier und da unterlegen. Ja, und wie gesagt, die Tore vor allem in der ersten Halbzeit, die sind wir im Prinzip selber schuld, wo wir letztlich die falschen Entscheidungen treffen.
Unsere Chancen, die beiden, die wir erspielt haben in der ersten Halbzeit, haben wir leider nicht verwertet. Das ist auch in der Vergangenheit des Öfteren schon so gewesen. Und insofern gehen wir mit 0-2 in die Kabine, kommen dann eigentlich gut raus, machen den Anschlusstreffer. Aber auch danach sind wir eigentlich nicht richtig im Spiel. Die Pässe in die Spitzen vorne rein passen im Moment einfach nicht. Und wie gesagt, so kommt es dann letztlich zu der Niederlage. Ja, heute war es natürlich ein bisschen anders. Wie gesagt, das war gegen Wuppertal halt, weil es halt der nächste Step halt war. Gegen einen Gegner, der auch zu dem Zeitpunkt gut drauf war. Ja, heute, klar, vom Spiel ist man halt immer angespannt. Ich denke, dass wir ein ordentliches Regionalligaspiel gesehen haben zwischen zwei guten Mannschaften. Ich fand, dass Aachen auch einen sehr, sehr guten Ball gespielt hat. Ich glaube, wir sind gut reingekommen, sind ja dann auch früh in Führung gegangen. Ich glaube, mit ein bisschen Cleverness machen wir vorher nochmal ein, wo der Kreier halt ja schon abschaltet, so Kleinigkeiten. Ich glaube, wir hatten ein paar gute Umschaltmomente, mussten aber dann auch im Spiel umstellen, weil wir einfach diese Spielverlagerung nicht hingekriegt haben. Da muss man sagen, hat es Aachen sehr, sehr gut gemacht. Wir hatten keinen Zugriff, weil solche Dinger müssen wir halt stoppen, sonst kriegen wir halt auf den Seiten Probleme. Das haben wir halt nicht gekriegt, deswegen hatten wir umgestellt auf 5-4-1. Ja, gehen dann halt 2-0 in Führung und hatten aber auch immer wieder Umschaltmomente, aber hatten nicht so richtigen Zugriff. Also es hat mir nicht so ganz gefallen. Gut, haben gesagt dann, dass wir halt weiter vorne drauf gehen wollen nach der Halbzeit, kriegen aber direkt dieses 2-1. Das ist natürlich gefährlich, wenn man kurz nach der Halbzeit das kriegt. Ja, und da muss man halt sagen, war es halt ein Spiel, wo wir viele Chancen hatten, wo es aber auf beide Seiten hätten klingeln können. Also ich fand, Aachen hat ordentlich gespielt. Gut, wir auch gut dagegen gehalten, aber ich glaube, erst mit der dritten Umstellung heute auf 4-3-3 hat es dann besser funktioniert. Und dann, denke ich, waren wir auch gut im Spiel und dann hätten wir auch das ein oder andere Tor machen müssen mehr.